Hallo, wieder ein Wandervideo und Fototestvideo. Ich habe jetzt hier Google Maps aufgemacht. Da schauen wir mal drauf, aber vorher mache ich mein Moderatorbild kleiner. Ich habe drei Wanderungen gemacht. Das erste war von Limburg über Dietz nach Balduinstein. Das zweite Video war von Balduinstein hier hintenrum nach Laurenburg. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Und heute schauen wir uns an ein Video, wo ich von Obernhof nach Laurenburg zurücklaufe. Das geht hier rüber. Und dabei halt einiges Fotografier- und Filmtests mache. Jetzt kann man das mal noch größer rausholen. Also, Balduinstein ist ganz interessant. Da waren wir schon mehrfach. Die Schaumburg, da unten ist die Burg Balduinstein. Da ist irgendwer der Aussichtspunkt, den werden wir sehen oder haben wir gesehen bei der Lauchenburg-Video. Da ist das Kraftwerk. Hier ist der Aussichtspunkt Gabelstein, also so in etwa wie das aussieht. Das ist halt alles Lahn. Und die Wanderei ist jetzt entstanden, weil ich das 9-Euro-Ticket haben kann. Und dann ist es halt relativ günstig zu wandern. Und ansonsten wäre mir das zu teuer. Hier ist Obernhof. Da können wir nochmal reinschauen. Da ist das Kloster Arnstein. Das sehen wir. Die Bibelschule. Da werden wir einen Blick drauf lesen, eine Klostermühle und dann den Goethepunkt als Ausflugsziel und da kann man so einen steilen Weg hochgehen und das habe ich aber verpeilt, da muss man auf dem Lahnwanderweg bleiben und ich bin dann hier in den Weinbergen irgendwie hochgelaufen und habe das dann verpeilt, den steilen Kletteraufstieg, den wollte ich eigentlich machen. Also na gut, also jetzt könnte man noch lang sich das anschauen. Die Ecke haben wir uns angeschaut und das gibt jetzt ein Video. Und ich habe dieses Video diesmal mit 60p produziert und ich habe es als 60p WQHD abgespeichert, exportiert, sodass es keine Änderung, also ich habe Full HD möglichst in 60p, aber ich habe auch für andere Formate probiert, um zu sehen, welches Format liefert die besten Resultate mit meiner FZ82. Die kann Full HD 60p und 4K nur 30p. Und es hat sich schon herausgestellt, dass 4K, dafür sollte man das WQHD-Format haben, damit man ein bisschen mehr Schärfe sieht. Und dann ist es auch nicht so groß wie 4K wegen Speicherplatz. Und 60p konstant muss man durchziehen, weil jede Änderung vom Format, also wenn ich mit dann 50 exportiere und dann wieder mit 60 oder mit Variabel, da geht jedes Mal Qualität verloren. Das heißt, wenn man die 60p nutzen will, eine hohe Geschwindigkeit, um Ruckeln zu vermeiden, dann durchgehend in 60 bearbeiten und dann möglichst kein 4K benutzen, um YouTube von 30 GB und größeren Videos zu verschonen. Das ist halt eine Zumutung für eine Sache. So, jetzt geht's los mit dem Video. Bahnhof Höchst ist das hier. Das ist 4K30. Nächster Halt, Niedernhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 4K30.
4K30. Full HD 60. RB22 nach Limburg. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und auf den Bahnhöfen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske. Nächste Station, Itzstein. Full HD 60p. Full HD 60p ist das. Full HD 60p. Full HD 60p. Full HD 60p. RB22 nach Limburg. Nächste Station, Bad Camberg.
Nächster Halt, Bad Camberg. RB22 nach Limburg. Nächste Station, Oberbrechen. Das ist Full HD 60p. Thank you.
Nächste Station, U-Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt sind wir in Obernhof angekommen. Das ist schon fast wie an der Mosel mit Weinbergen oder im Rheingau. Und es ist auch dort warm und es ist sehr schön. Und dort ist dieses Kloster, welches wir jetzt gleich besuchen werden. Und es hat halt auch schon Weinbaubetriebe. Das ist Full HD 60p. Wir sind jetzt hier in Obernburg. Und ich mache mal so einen Schwenk, um zu sehen, wie es rauskommt. Da hinten ist das Kloster wohl. Das werden wir besuchen. Mal sehen, ob das klappt. Und jetzt gehen wir mal hier rum. Und sehen, hier fängt der Rheingau schon an mit dem ersten Weinbau. Das ist die Klostermühle, eine Bibelschule als Freizeiteinrichtung. Da kann man Wochenende oder ganze Wochen verbringen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, das wird alles angeboten. Das ist wie ein kleines Privatinternat. Da macht man Ausflüge an die Lahn und so weiter und liest in der Bibel und macht sich eine schöne Zeit dort als Internatsschüler. Und jetzt gehen wir zum Kloster hoch und das schauen wir uns an. Und das ist heute von einer orthodoxen, griechisch-orthodoxen Frauenorden wird es betrieben. Es war vorher katholisch betrieben. Und es ist sehr schön und da gehen wir auch rein und schauen uns das Gebäude an und gucken mal, was wir da sehen.
Ich hätte hier bei dem Aufstieg von Obernhof zum Goethepunkt strikt auf dem Lahnwanderweg bleiben müssen, das LW-Zeichen, das habe ich aber verloren und bin dann durch die Weinberge hochgelaufen. Das war auch ganz schön, aber dadurch habe ich den schönen Kletteraufstieg verloren, der uns zum Goethepunkt führt. Aber da ging es auch steil, aber der Goethepunkt soll irgendwie so Klettersteige mit Geländer haben und die habe ich nicht gefunden. Hier ist der Lahnwanderweg auch ausgezeichnet. Das ist aber ein Zubringer. Der eigentliche Weg geht über einen Klettersteig. Und ich bin dann von hinten hochgekommen und bin den Goethepunkt von rückwärts angelaufen. Erst ein Foto vom Goethepunkt und jetzt gibt es noch einen Videoschwenk. Das ist jetzt auf dem Goethepunkt. Das ist Full HD 60p. Wir machen einen Schwenk über die Landschaft. Da hört man die Bahn, die macht einen ganz schönen Krach, wenn die über die Stahlbrücke fährt. Da ist nochmal das Kloster.500 mm Brennweite. Und da ist die Stahlbrücke, die so schön laut rasselt. 330 mm. Das wäre jetzt nun der Kletteraufstieg vom von Obernhof zum Goethepunkt gewesen. Da gibt es eine einfache Version, die leichte Version und die schwere Version, da mit diesen gesicherten Kletterpartien. Das habe ich, wie gesagt, vorgehabt, aber dann versäumt. Und dort habe ich jetzt mein Picknick gehalten. Hallo, das ist 4K30P und ich mache jetzt hier mein Picknick am Goethepunkt. Das ist doch schön. Das ist zwischen dem Goethepunkt und Dörnberg und das ist nicht so aufregend. Das geht halt durch den Wald, da sieht man nicht viel und dann kommen wir auf offenes Land und da habe ich mich wieder verlaufen. Das ist Full HD 60p. Ich will jetzt hier einen Schwenk machen. Wenn ich das in 4K mache, dann ruckelt es schrecklich. Ich bin jetzt hier auf einem Hochplateau
oberhalb von den Lahn-Einschnitten und habe mich verlaufen. Ich habe meinen Weg verloren und es ist hier mein Wanderzeichen nicht mehr da. Ich bin jetzt hier an der Straße ganz oben hoch und weiß nicht, wo ich bin. Und dann muss ich jetzt mal mit der Karte schauen und wo der Weg weitergeht und dass ich den wieder finde. Und es ist jetzt halt außerhalb vom Lahntal. Da sind wir jetzt ganz oben. Und ich habe jetzt 130 mm Zoom. Das ist also schon ziemlich lang. Und da neigt sie natürlich unheimlich zum Wackeln, wenn man das macht, zum Ruckeln. Und man sieht in 60p, wie gut es dann rüberkommt, ob das einigermaßen gleitend erscheint, das Bild, und nicht ruckelt. So Profikameras, teurere, die können auch mit niedriger Bildfrequenz glatte Videoschwenks hinkriegen. Aber die billigen anscheinend nicht. So, das war's. Ich habe dann nach der Karte festgestellt, dass ich hinter Dörnberg gelandet bin und bin nach Dörnberg hingelaufen und habe dort dann wieder den Lahnwanderweg gefunden. Der wäre anders gelaufen hinter Dörnberg und ich war da irgendwie davor auf der Hochebene. Und jetzt gehen wir da runter und sind schon ziemlich nah an Laurenburg dran und da geht es jetzt auch langsam zu Ende. Das ist 4K30P. Das ist eine Szene mit relativ wenig Bewegung. Das heißt, der Großteil des Bildes steht still. Nur die Kühe bewegen sich. Und dann kann man mit 4K auch einigermaßen gute Resultate erzielen. Wenn die Szene zu viel Bewegung hat, dann schafft es 4K das nicht, dann wird's schlecht. Also 4K 30p, und diesmal will ich es wirklich in 60p exportieren, um zu sehen, wie das rauskommt, aber nur in WQHD, also das ist nochmal eine extra Geschichte. Da bin ich hergekommen. Das ist hier eine Schütte vom Bergbau. Hier ist irgendwie mal Bergbau betrieben worden. Und das ist hier, geht ziemlich steil runter. Wir sind jetzt kurz vor Laurenburg. Das ist Full HD 60p, also Lahntal, kurz vor Laurenburg. Jetzt machen wir wieder hier so ein bisschen Kameratests. Da drüben ist die Bahn und die Lahn. Da werden wir jetzt gleich in Richtung Balduinstein weiterfahren. Und da unten drin ist ein Bach. Am Ende von dieser Flotationshalde, wie das im Wanderführer bezeichnet ist. Und was hier abgebaut wurde, weiß ich nicht. Die Antwort auf das, was da abgebaut wird, kommt jetzt gleich. Da gehen wir noch ein Stück weiter den Weg. Da ist ein schöner Aussichts- und Liegeplatz und da gibt es eine Informationstafel. Und da wird beschrieben, dass dort Zinkblende abgebaut wurde, also ein Zinkerz. Und da sind überall noch diese Aufschüttungen, wo das alles runtergeschippt wurde. Und jetzt gibt es nochmal einen Videoschwenk. Hier geht wohl diese Schieferhalde von dem Zinkbergbau weiter. Das weiß ich jetzt, das stand da auf dem Schild. Jetzt sind wir schon bei Laurenburg. Und da sehen wir, da unten ist Laurenburg. Da waren wir das letzte Mal. Und da kann man auch mal runterpeilen. Da ist dieses Bergwerkmuseum, wo der Weg zur Laurenburg hochgeht. Und die Laurenburg ist da oben. Da ist er. Also.
an dem Hang geht es hoch, ziemlich wagemutig. Jetzt geht das Video zu Ende und mal sehen, ob das sich irgendjemand anschaut bis zum Ende. Es geht mir halt wieder um dieses 60p-Format und was die Kamera da so macht. Und jetzt ist vorbei. Tschüss!